Vater Sohn Duell. Das Quizformat für die Familie, präsentiert von MTA International Germany Studios. Letzte Woche eine große Überraschung. Al-Nassr hat es wirklich allen gezeigt. Gelingt diese Überraschung auch heute? Damit herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und das sind die Mannschaften, mit denen wir heute spielen werden. Wir haben einmal Team 1 Shahabuddin und Nur und einmal Fahim und Adil. Lasst uns erstmal eure Bewerbervideo anschauen. Assalamu alaikum, ich bin Shahab. Assalamu alaikum, ich bin Nur. Zusammen machen wir mit? Beim Vater-Sohn-Duell. Und wir geben unser? Bestes, inshallah. Autogramme gibt's nach der Sendung. Ich bin Adil und ich komme aus Mannheim. Ich bin Fahim und wir freuen uns, beim Vater-Sohn-Duell dabei zu sein. Ja, herzlich willkommen beide Teams, sehr schöne Videos. Team 1, Shahabuddin und Nur. Wie habt ihr euch vorbereitet? Wie seht ihr eure Chance heute? Wir haben uns die alten Videos angeguckt, Nur hat sich die angeguckt. Ich bin sehr offen hier reingegangen. Oder Nur, du bist vorbereiteter als ich. Ja. Ja, so sieht's aus. Sehr gut. Sehr gut, ich freue mich auf euch und auf das Spiel heute. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Team 2, Fahim, ihr seid heute mit dabei. Ihr habt letzte Woche gesehen, Zubair Khalilzad hat ein sehr, sehr ordentliches Tempo dazugelegt. Wie seht ihr heute eure Chancen, vor allem auch an Fahim, an dich gerichtet? Also, wir sind gut motiviert, haben wir uns vorbereitet. Wir haben noch Gespräche geführt, was uns erwartet. Natürlich sind wir dabei und werden uns unser Bestes geben heute. Ja. Sehr gut, ich freue mich auch auf euch, auf das Spiel mit euch. Vielen Dank, dass ihr auch dabei seid. Ja, liebe Teams, liebe Zuschauer, Sie wissen, wir haben jetzt einen Risiko-Joker und einen Video-Joker. Den könnt ihr ansetzen, wann ihr wollt, das kennt ihr. Es gibt 800 Punkte insgesamt zu gewinnen. Und für Sie, Zuschauer, haben wir natürlich auch etwas Interaktives mit eingebaut. Sie können diese wunderschöne Tasse hier gewinnen. Dafür werden Sie am Ende der Sendung eine Zuschauerfrage gestellt bekommen. Wenn Sie diese richtig beantworten und hier glücklicherweise auch ausgelost werden, bekommen Sie diese Tasse nach Hause geschickt. Und damit beginnen wir eigentlich schon mit der ersten Runde. Was schätzt du? Ja, liebe Zuschauer und liebe Teams, in dieser Aufgabe geht es darum, euer Schätzvermögen zu testen. Wir werden insgesamt 3 Schätzfragen haben und ich würde euch bitten, jeweils immer eure Schätzung auf ein Blatt Papier zu schreiben, schön groß und deutlich und dann dementsprechend gleichzeitig in die Kamera zu halten, dass beide Teams eine faire Chance haben und nicht voneinander abschauen können. Okay? Seid ihr bereit? Ja. Okay, super. Dann fangen wir an. Ich bitte um die erste Schätzfrage. Die lautet nämlich, wie viele deutsche Nobelpreisträger gibt es insgesamt? Was schätzt ihr? Liebe Zuschauer, auch für Sie zu Hause, diese Runde ist sehr interaktiv. Holen Sie sich auch gerne ein Blatt Papier und einen Stift und schätzen Sie mal mit. Und ich sehe beide Teams, Team 2 kommuniziert noch nicht so viel. Sie schauen sich momentan nur an, es wird etwas überlegt. Shahabuddin und Nur sind schon im tiefen Gespräch. Okay. Nur notiert hier für Team 1 federführend. Doch nicht zeigen, Nur, einen Moment warten. Ja, liebe Teams, zeigt mal einmal eure Ergebnisse, Team 1 und Team 2. Am besten einmal kurz in die Kamera halten. Und ich sehe, bei Team 1 sind es 12 und Team 2 etwas niedriger, 10. Also gefühlt hört sich sehr wenig an. Ich dachte, es sind mehr und lasst uns mal das Ergebnis anschauen. Es sind 84, also ihr seid leider, also beide Teams weit, weit daneben. Es sind wirklich 84 Nobelpreisträger, also Deutschland ist da, glaube ich, ganz gut unterwegs. Nichtsdestotrotz, Team 1 ist näher dran, dementsprechend die ersten 50 Punkte an Team 1. Glückwunsch. Sehr gut, Nur freut sich da sehr, sehr deutlich. Ein High Five hat es auch noch gegeben. Wir gehen weiter zur nächsten Schätzfrage. So, ihr kennt das, wir haben auch immer eine Studio-Schätzfrage, die in diesem Fall... Wie viel wiegen diese 5 Plastikbecher? Und das sind diese 5 Plastikbecher. Also ich kann gerne auch einmal rausnehmen, denn die sind hier auf einem Stapel. Und ihr sollt jetzt mal gerne schätzen, wie viel die hier wiegen. Ja? So. Okay.
Auch Sie, Zuschauer, sind herzlich eingeladen, hier mitzuschätzen, mitzuraten. Sie kennen diese Becher, die wurden oft in unseren Veranstaltungen auf Vistama oder Jelza, gibt es die natürlich auch. Wird es vielleicht in der Zukunft weniger geben? Plastik ist ja jetzt auch in aller Munde. So, was Nur ist immer sehr, sehr schnell im Notieren. Das ist schon mal sehr gut. Okay, Nur noch nicht zeigen. Eine Sekunde noch warten. Team 2 schreibt noch. Team 2, habt ihr eine Antwort? Ja, wir sind gerade. Okay. Einmal in die Kamera halten. Beide Teams bitte. Also ich nehme an, ihr habt links, Team 1 sehe ich jetzt, das sind 15 Gramm. Und Team 2 sagt 6 Gramm. So. Und jetzt lösen wir das Ganze mal auf. Und es sind 13 Gramm. Also auch in dem Fall Team 1 50 Punkte richtig geschätzt. Ja. In dieser Runde gibt es noch 50 Punkte zu gewinnen. Team 2, viel Glück. Wir gehen weiter. Dritte und letzte Schätzfrage in dieser Runde. Wie lang war der längste Stau der Welt? Ich weiß, dass Fahim und Adil wohnen in Maintal. Das ist hier Frankfurt, Rhein-Main. Schabudin ist aus der Region Köln. Ihr seid an Staus gewöhnt, nehme ich mal an. Hier ist aber die Frage, wie lang war der längste Stau der Welt? 3000 Meter auf jeden Fall. Zuschauer, Sie sind auch, wie gesagt, schätzen Sie mal mit, vielleicht auch wo. Sie kennen Staus sicherlich auch, wenn Sie mal unterwegs sind auf der Autobahn oder in der Stadt. Es nervt. Und ich gucke jetzt mal, was die Teams gleich sagen. Ich habe irgendwas mit 3000. Okay, ich darf jetzt auch nicht hier reinreden. Was ich gehört habe. Fahim, was war denn so der längste Stau, in den du vielleicht mal gelangt bist? Ja, 900 Kilometer. 50 Kilometer. Okay. Aber das ist schwierig, weil es ja die Welt betrifft. Ja. Ich glaube, es gibt auf der Welt sehr, sehr große Städte mit sehr, sehr großen Verkehrsproblemen. Was sagt ihr? Bitte, ich bitte euch um eine Antwort. Nicht, dass es hier sehr, sehr lange dauert, so als ob man in einem Stau stehen würde. Das wäre ja schade für die Sendung. Wir wollen ja vorankommen. So, ich sehe, Team 1 ist immer etwas schneller. Fahim und Adil haben auch schon notiert. Einmal kurz gerne in die Kamera halten, bitte. Okay, ich sehe jetzt hier eine ordentliche Zahl bei Team 1. Das sind 999 Kilometer. Es sollen nicht die 1000 sein, es sind 999. Und Team 2, 300 Kilometer. So. Ich bitte um die Auflösung. Also ein Stau von fast 1000 Kilometer Länge, das wäre von, keine Ahnung, von Süddeutschland bis ganz nach oben einmal durch, das wäre schon viel gewesen. Es sind 176 Kilometer, dementsprechend sichert sich Team 2 in dieser Runde zumindest die 50 Punkte. Sehr gut, hat Spaß gemacht diese Runde. Es steht jetzt, liebe Zuschauer, 100 zu 50 und wir kommen zur nächsten Runde. Buchstabensalat. Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie regelmäßig unsere Sendung schauen, kennen Sie das Spiel, liebe Teams, ihr auch. Wir spielen jetzt nämlich Stadt, Land, Tier. Ihr kennt das Spiel, ich werde das das Alphabet aufsagen. Ich würde vielleicht als erst Nur bitten, weil Nur der Jüngere ist, am Anfang als erster Stopp zu sagen, danach Adil und dann wieder Nur. Ich werde A sagen, sobald ich den Buchstaben genannt habe, könnt ihr losschreiben. Ihr habt insgesamt 30 Sekunden Zeit. Falls einer vorher fertig ist, bitte laut Stopp rufen und dann bitte ich fairerweise, dass beide Teams sofort Stift und Papier sich hinlegen und danach schauen wir uns eure Ergebnisse an, okay? Irgendwelche Fragen noch von eurer Seite? Ich erinnere euch heute ganz kurz, ihr habt auch Joker, ne? Nur als kleiner Hinweis zwischendurch. Okay, alles klar. Dann bitte ich dich nur, Stopp zu sagen, ich würde dann anfangen, ja? Okay, dann fange ich an. A. Stopp! K. Der Buchstabe ist K. Ihr habt 30 Sekunden. Liebe Zuschauer, Blatt und Stift sollten Sie ja schon da haben bei den Schätzfragen. Jetzt genauso. Versuchen Sie mal in 30 Sekunden mit K, Stadt, Land und Tier. Stopp! Sich zu notieren. Okay, stopp! Team 2, bitte aufhören zu schreiben. Vielen Dank. Sehr gut. Und einmal
beide Papiere in die Kamera halten. Und danach würde ich bei Team 1 anfangen. Könnt ihr auch gerne eure Ergebnisse einmal vorlesen. Ja, Team 2 sehe ich noch nicht ganz gut. Jetzt sehe ich es. Okay, fange ich mal bei Team 1 an. Könnt ihr bitte Stadt, Land, Tier einmal vorlesen? Kiel, Kambodscha und Känguru. Okay, Stadt war? Kiel. Kiel, Land, Kambodscha? Kambodscha und das Tier war ein Känguru. Okay, Känguru. Ich würde nur einmal in der Regie fragen wegen Kambodscha. Okay, das ist ein okay, wird nicht mit C, sondern mit K geschrieben, da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Und Tier Känguru, alles richtig, korrekt, sehr gut. Und Team 2, was habt ihr euch notiert? Bei Stadt haben wir geschrieben Karlsruhe. Mhm, sehr gut. Bei Land haben wir Kolumbien. Und jawohl. Bei Tier gar nichts. Okay, das heißt, diese Runde geht zunächst einmal an Team 1, aber wir spielen ja noch zweimal. Okay, Adil, jetzt sagst du bitte Stopp, ja? Ja. Okay, ich fange an. A. Stopp. G. Da, der Buchstabe ist G. G wie Gurke. Und ja, liebe Zuschauer, wie gesagt, notieren Sie mit. Stopp. Stopp. Oh, das ging sehr schnell. Team 2, bitte aufhören zu schreiben. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe nach 6 Sekunden schon das Stopp gehört. Also hier schreibt einer schneller, als Lucky Luke schießen kann. Ja, Shahab, und einmal bitte nochmal in die Kamera halten, die Ergebnisse. Okay, ich sehe dort 3 Ergebnisse und bei Team 2 sind es bisher 1. Aber wir hören uns auch die Ergebnisse von euch jeweils an. Shahab oder Nur, könnt ihr eure Punkte mal vorlesen? Stadt ist Göteborg, Land Göteborg, ist jawohl. Ghana. Mhm. Land ist Ghana. Und das Tier ist ein Gnu. Gnu, sehr, sehr exotisches Tier, aber auch die, der Stadtname und Land korrekt. Und Team 2 bitte, was habt ihr euch notieren können innerhalb von 6 Sekunden? Also wir haben bisher nur Stadt geschafft und zwar Gelnhausen. Gelnhausen, richtig, ist gut. Leider aber nur, ihr habt glaube ich nur einen Begriff, dementsprechend geht diese Runde auch an Team 1. Wir werden jetzt keine weitere Runde mehr spielen, weil es entschieden ist. Es gibt leider hier nur die drei Runden, Best of 3. 2 Runden hat Team 1 für sich entschieden. Ihr seht schon unten den Punktestand 250 zu 50 an beide Teams. Es ist noch nichts entschieden, noch nicht zurücklehnen. Und damit kommen wir zur nächsten Runde. Islam. Ja, liebe Zuschauer, wir wollen hier natürlich auch die Islamkenntnisse unserer Teams ja testen. Und Sie sind auch natürlich herzlich eingeladen, hier mitzumachen. Liebe Teams, es wird jetzt insgesamt 4 Fragen geben, 2 Fragen pro Team. Ihr könnt euch jeweils 50 Punkte sichern. Seid ihr bereit? Shahab und Nur, alles gut bei euch? Okay, ich sehe einen Daumen hoch. Dann die erste Frage. So, die erste Frage ist, wie viele Verse hat die Sura Al-Imran? Sind es 93, 166, 187 oder 201? Wie viele Suren hat die Sura Al-Imran? Das ist die Frage. Okay, Nur sagt B, habe ich gehört. Oder C? Ja, B oder C. C, oder Habt ihr eine B. Vermutung? Ich hab, okay, ich höre schon. Also hast du B gesagt, Nur? Nein, C. C? Okay, warum gerade ja. C in diesem Fall? Weil wir haben uns gerade beraten. Und okay. Tike, okay, ihr habt euch beraten und ihr sagt 187, dann... logge ich das für euch ein, gerne. Ja. Gucken wir uns mal an. Ich bitte einmal um die Auflösung. Es sind eure Beratung hat leider keine Früchte getragen. Vielleicht beim nächsten Mal. Es ist leider Ich habe als erstes auch 201 gesagt. Mein Vater hat gesagt, nein, weil das war zu viele. Ja, manchmal ist das Bauchgefühl oder das erste Gefühl das Richtige. Ja, schade, ihr habt euch aber dann für C entschieden. Leider keine Punkte für euch. Ihr habt ja aber noch eine Frage. Wir gehen jetzt mal zunächst einmal zu Team 2. Ja, Team 2. Für euch die Frage, wie viele Ruku hat die Sure Al-Baqarah? Sind es 31, 40, 58 oder 73? Auch eine Frage aus dem Heiligen Koran. Und Sie Zuschauer können ja vielleicht noch in den Wohnzimmerschrank greifen und die Ruku zählen.
Fahim und Adil, habt ihr eine Vermutung, eine Idee? Ja, wir denken, es ist C. Okay, ihr sagt auch für C. Adil, auch jetzt hier bei dir vielleicht, vielleicht kannst du uns erklären, warum gerade C? Wir haben einfach, also ich weiß es nicht genau, aber wir haben eine Vermutung. Okay. Soll ich dann C, sollen wir C für euch einloggen? Ist das okay für euch? Okay, dann schauen wir uns mal, C ist eingeloggt und wir schauen uns die richtige Antwort dazu an. Auch hier, leider falsch, falsch beantwortet von euch, die richtige Antwort ist B, es sind weniger, es sind 40. Auch ihr bekommt leider in dieser Runde, zumindest in dieser Fragerunde, keine Punkte und wir gehen zurück zu Team 1. Das ist die letzte Frage, die letzte Islamfrage für euch. Hier die Frage, wie lang war die Amtszeit von Hazrat Mirza Nasir Ahmad Rahmatullah Alayh? Das war der dritte Khalif der Ahmadiyya Jamaat. Und hier ist die Frage, wie lange hat er als Khalif der Jamaat gedient? Ich weiß, viele Zuschauer haben auch immer Bilderrahmen von den Khalifen zu Hause im Wohnzimmer hängen. Da stehen oftmals auch die Daten dran und wir haben früher bei solchen Quizfragen immer schnell dahin geguckt und gerechnet. Vielleicht können Sie das jetzt auch machen. Shahabuddin und Nur sind auch am Rechnen, er notiert sich irgendwas. Shahab, kannst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, was du gerade machst, damit die Zuschauer auch ein Gefühl kriegen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich rechne gerade zwischen den, wann der zweite Khalif gestorben ist und wann der vierte Khalif sozusagen ernannt wurde, weil ich versuche darüber zu gehen. 7, 6. Also da musst du halt natürlich die zwei Daten im Kopf haben, ne? Also da einmal das Datum, als der, das müsste dann ja im Prinzip der zweite Khalif, als er verstorben ist, und als der vierte Khalif, Hazrat Mirza Tahnemet, als er zum Khalifen ernannt wurde. Diese zwei Daten muss er halt jetzt im Kopf haben. Shahab, wie sieht's aus? B. Kommen wir zu einer Antwort? Wir sagen B. Wir sagen B. 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 Okay, 17 Jahre. B. Alles klar, wir loggen jetzt für Team 1B ein und wir schauen uns dementsprechend die richtige Antwort an. Shahab hat hier lange kalkuliert und es ist in der Tat richtig, es sind 17 Jahre. Dein Aufschrieb und deine Berechnung hat sich gelohnt. Dementsprechend die Punkte für euch in diesem Fall. 50 Punkte. Okay, super. Wir kommen zum nächsten Team. Team 2. Auch für euch jetzt die letzte Frage in dieser Runde. Eine ähnliche Frage, nämlich, wie lang war die Amtszeit von Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmatullah Alayh? Das war der vierte Khalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat. Eine ganz ähnliche Frage wie vorher. Hier fragen wir nach dem vierten Kalifen und ich sehe auch hier, Fahim ist auch am Kalkulieren und am Rechnen ähnlich, vielleicht eine ähnliche Vorgehensweise. Und ich bin gespannt, was wir jetzt hier gleich als Antwort hören. Liebe Zuschauer, wie immer, Sie sind auch eingeladen, hier mitzumachen. Auch bei den nächsten Runden, da gibt es noch genug interaktive Segmente, wo Sie natürlich auch noch mit dabei sein können, mit Ihren Kindern vor allem dann. Sehr gut, Fahim und Adil, was sagt ihr? Habt ihr schon eine Idee? Eine Antwort für mich? Ich bin gerade noch am Rechnen. Also es sind 8 Jahre, 13 Jahre, 20 oder 29 Jahre. Habt ihr eine Idee, eine Vermutung, in welche Richtung das geht? Ja, in C. C oder D. Also okay. Ich schätze mal. Da wird nochmal nachgerechnet. Also C. Okay, sollen wir dann C für euch einloggen, Fahim? Er kann sich noch nicht entscheiden. Er will nochmal seine Rechnung hier nachprüfen. Ich will C machen, ja. Okay, alles klar. Dann loggen wir für euch C ein. Und ich bitte einmal um Auflösung. Jawohl, richtig. 50 Punkte für euch. Das heißt, in dieser Runde haben beide Teams jeweils die zweiten Fragen korrekt beantworten können und jeweils sich die 50 Punkte gesichert. Liebe Zuschauer, es steht jetzt 300 zu 100. Alles ist noch offen. Wir kommen jetzt zur nächsten Runde. Merkt ihr was? Ja, liebe Zuschauer, in dieser Runde möchten wir das Merkvermögen von unserem Team testen und Sie sollen gerne auch teilnehmen, liebe Teams. Ich hoffe, ihr seid bereit. In dieser Runde werdet ihr 30 Sekunden lang Bilder sehen mit den jeweiligen Begriffen.
Wichtig ist, notiert oder merkt euch diese Begrifflichkeiten, die ihr oben auch eingeblendet sehen bekommt. Also ihr müsst dann wirklich eins zu eins diesen Begriff dann aufschreiben können. Und das wird dann am Ende auch gezählt. Wie gesagt, 30 Sekunden kriegt ihr die Bilder gezeigt und anschließend habt ihr 30 Sekunden Zeit, um euch das zu notieren. Und wir werden anschließend die Analyse durchführen, welche Mannschaft mehr Begriffe richtig notiert hat. Fragen zu dieser Runde? Nein. Okay. Nein. Dann vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Ihr habt noch eure Risiko-Joker, vielleicht auch an Team 2. Ein kleiner Hinweis, es ist noch alles offen. Ihr könnt auch ohne Risiko hier noch gut weiterfahren, aber wie gesagt, nur eine kurze Erinnerung. Alles ist noch offen. Nur ein Angebot meinerseits, dass ihr euch das vielleicht mal überlegen könnt. Die Joker bitte um die Runde, okay? Keiner möchte den Joker einsetzen, so wie ich das verstehe. Ich habe kein Feedback. Okay, dann, wie gesagt, bitte noch nichts notieren, nur schauen und zuhören. Anschließend läuft dann der Countdown mit den 30 Sekunden, dann aufschreiben, ja? Okay, dann bitte ich die Regie, einmal die Bilder und die Begriffe einzublenden. Khalifat al-Masih, der fünfte Ayatollah bin al-Aziz. Vier Fragen des Christen Sirajuddin Afiat Moschee, Deutschland. At-Tawba. Kicker. Buntstifte. 10 Beweise für die Existenz Gottes. Granatapfel. Schlange. Yunus. Das war's. Der Countdown läuft in 3, 2, 1, los. Der Countdown läuft. Liebe Teams, ihr habt 30 Sekunden Zeit. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie sind auch dabei, haben sich auch einen Stift geholt. Es ist nicht einfach. Also ich habe auch schon Schwierigkeiten gehabt, hier mitzulesen. Das haben Sie vielleicht gemerkt. Es ist schwerer, als es aussieht. Ja? Und ich bin gespannt, wie viel Sie richtig haben und vor allem, wie viele richtige Wörter unsere beiden Teams hier sich notieren konnten. In beiden Fällen sehe ich Shahabuddin und Fahim, also die Papas, schreiben. Ihr habt noch 4 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Bitte aufhören zu schreiben. Shahabuddin, ich sehe noch, okay, ich glaube, hier werden wir das eine oder andere noch mal uns anschauen müssen. Aber nichtsdestotrotz, danke. Und ich würde euch bitten, jeweils ein Bild von der Aufnahme zu machen, von eurem Aufschrieb, ein Bild bitte. Und schickt das einmal bitte an uns, an die Regie. Und ich bitte die Regie, hier die Auswertung durchzuführen. So, liebe Zuschauer, wir haben das Ergebnis vorliegen. Ja, liebe Teams, Team 1 vielleicht vorneweg, Shahabuddin und Nur. Euch mussten wir leider 2 Begrifflichkeiten oder Begriffe, die ihr euch notiert habt, streichen. War nicht ganz korrekt, beziehungsweise ihr habt auch etwas zu lange geschrieben. Das erstmal dazu. Team 2. Ihr habt 3 richtige Begriffe. Also innerhalb von 30 Sekunden habt ihr das geschafft. Und ja, Team 1, wie gesagt, 2 mussten wir euch streichen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr eure 5 richtige Begriffe gehabt. Und dementsprechend geht diese Runde auch an Team 1. Hier vielleicht ein kurzer Hinweis an beide Teams. Es ist immer noch alles offen. Es sind noch regulär noch 350 Punkte auf dem Tisch. Und ihr habt noch eure Joker. Nur ein Hinweis dazu. Dementsprechend, liebe Zuschauer, es steht jetzt 450 zu 100. Und jetzt testen wir mal das Allgemeinwissen von unseren Teilnehmern. Was weißt du? Ja, liebe Zuschauer und liebe Teams, in diesem Fall wird es 2 Runden geben, insgesamt jeweils 100 Punkte zu gewinnen, jeweils. Wichtiger Hinweis, und ihr werdet eine Aufgabe haben, aber bevor ich diese Aufgabe erkläre, noch einmal die Frage, Risiko-Joker, ja oder nein? Ja, wir möchten. Okay, wir ich höre ein Ja von Team 2. Okay, dann loggen wir das für euch ein und jetzt erkläre, okay, ich sehe, Nur streckt auch die Hand. Wollt ihr irgendwas sagen? Nein, nein, bitte, aber auch vorne. Alles gut. Okay, Schab sagt, alles gut, Tiger, alles klar. Für Team 2 haben wir Risiko-Joker eingeloggt und die Aufgabe in dieser Runde ist, ihr werdet Begrifflichkeiten, Hinweise bekommen. Und ihr müsst erraten, um was es in diesem Fall geht. Ja, ob es ein Land ist, also das werden wir euch dann gleich sagen, oder eine Fußballmannschaft. Ich bitte jetzt mal, dann dementsprechend das einzublenden. Und die Briefe kommen nach und nach. Wenn ihr denkt, ihr kennt die Antwort, sagt ihr bitte Stopp. Falls sie richtig ist, kriegt ihr eure Punkte. Falls sie falsch liegt, werden alle Hinweise aufgedeckt und die gegnerische Mannschaft darf
darf auch einen Versuch wagen, okay? Risiko-Joker für Team 2 ist eingeloggt. Wir fangen an mit der Runde. Bitteschön. Welches Land suchen wir? Jetzt kommen die Tipps. Erster Tipp. König Philippe. Weiterer Tipp. Tim und Struppel. Stopp. Weiterer Stopp. Oh, zwei Hinweise und ich höre schon einen Stopp. Ja, was sagt ihr, Team 1? Wir sagen Belgien. Belgien? Ja, warum? Tim und Struppi. Tim und Struppi. Okay, wusstest du das, Schabo oder Nur? Nur ist noch so jung für Tim und Struppi. Ich glaube, das ist. Da muss man schon ein bisschen alt sein für Tim und Struppi. Okay, dann blenden wir mal alle weiteren Tipps ein. Und die richtige Antwort ist in der Tat Belgien. Ihr seid wirklich sehr, sehr schnell gewesen. Fahim und Adil haben wenig Chancen gehabt. Ihr wart leider etwas zu schnell, aber gut für euch. Ihr bekommt eure 100 Punkte. Und wir kommen jetzt noch zur zweiten Runde in diesem Spiel. In diesem Fall suchen wir kein Land, sondern eine Fußballmannschaft. Ich bitte um den ersten, um den ersten Hinweis. Stopp. Julian Stopp. Draxler, da hat einer Stopp gesagt, Team 2, das ging noch schneller, okay. Ja, bitte, warum Julian Draxler? Was sagt ihr? Paris, PSG. Okay, aber wir merken uns jetzt mal Paris, aber es kann ja sein, dass er auch in verschiedenen Vereinen gespielt hat. Ne? Aber gut, du hast jetzt PSG gesagt, Paris Saint-Germain. Und wir blenden mal alle anderen Antworten ein. So, es wäre jetzt noch Mario Gomez, Daniel Di Davi gekommen, Kevin De Bruyne, Graffite etc. Ja, es ist nicht die korrekte Antwort. Leider, Team 2. Und wie vorher schon erklärt, Shahbudin und Nur dürfen jetzt auch einen Versuch wagen. Also ihr wart sehr schnell, ihr habt nicht die weiteren Tipps Wolfsburg. Abgewartet. Und ich höre Wolfsburg von Nur. Okay. Seid ihr Fußballfans, ihr beiden? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, okay. Tiger. Okay, wir schauen uns mal das Ergebnis an. In der Tat, es ist VfL Wolfsburg, das, was Nur auch korrekterweise gesagt hat. Ihr habt es unten gesehen, leider mussten wir jetzt Team 2 die 100 Punkte und danach anschließend also abziehen, weil ihr ja den Risiko-Joker genommen habt und ihr seid jetzt auf 0 runtergefallen und die Punkte hat sich Team 1 gesichert. Ja, ihr könnt es euch denken, wir hätten nur noch eine Runde gespielt und diese Runde wird Team 2 auch nicht mehr weiterhelfen. Dementsprechend ist für heute das Vater-Sohn-Duell entschieden. Team 2 hat das, ja, die Zahlen zeigen es deutlich entschieden, aber es war nicht so deutlich, weil im Vater-Sohn-Duell ist es immer sehr, sehr knapp, nach meinem Gefühl nach. Team 2, vielleicht könnt ihr ein, zwei Worte zum heutigen Spiel, zum heutigen Duell sagen. Ja, also es hat mir sehr Spaß gemacht. Team 1 war auf jeden Fall immer sehr, sehr schnell beim Antworten. Wir waren noch einmal überlegen und da kam schon ein sehr schneller Stopp und ja. Also die waren auf jeden Fall schneller gewesen und wir freuen uns auch, dass wir hier dabei waren und alles Gute für die erste Mannschaft. Ja, Sakala, Team 2 für die schönen Worte und es hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns ja auch noch zum Spiel um Platz 3. Es ist ja noch nicht ganz vorbei. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht mit euch, Team 1. Ihr habt euch heute den Sieg gesichert, ihr seid jetzt im Wochenfinale. Wie fühlt ihr euch und wie wollt ihr denn das Finale in dieser Woche vielleicht gewinnen? Wir haben einfach keine Taktik. Wir überlegen einfach und dann haben wir es raus. Sehr gut, ja, sehr, sehr pragmatisch. Ihr überlegt einfach und dann gewinnt ihr. Das ist ein guter Ansatz. Vielen Dank auch an Team 1, das hat viel Spaß mit euch gemacht. Und wir sehen uns ja spätestens am Donnerstag beim Wochenfinale. Ich hoffe, ihr seid dann topfit und vorbereitet. Vielen Dank an beide Teams, das hat viel Spaß gemacht und wir sehen uns ja beide noch. Tega. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. Ja, liebe Zuschauer, das Spiel heute war eng. Das Ergebnis war vielleicht nicht so eng, es sieht deutlich aus, aber beide Teams haben wirklich viel, sich sehr stark bemüht und
Ich hoffe, Sie zu Hause hatten heute auch Spaß. Wir werden beide Teams nochmal sehen. Es ist ja Anfang der Woche. Für Sie zu Hause haben wir natürlich auch ein Spiel vorbereitet. Wie am Anfang der Sendung angekündigt, können Sie diese wunderschöne Tasse hier für sich gewinnen. Dafür müssen Sie, wie angekündigt, eine Zuschauerfrage beantworten und die sehen Sie jetzt hier unten eingeblendet. Die Frage nämlich ist, welcher Koranvers bestätigt, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verstorben ist? Kleiner Hinweis, unser geliebter Imam hat vor einiger Zeit eine Freitagsansprache gehalten und auch über dieses Thema gesprochen, beziehungsweise das auch angesprochen. Können Sie sich gerne nochmal anhören. Sie können die richtige Antwort, wenn Sie die haben, an folgende Nummer einsenden. Die sehen Sie hier unten eingeblendet. Das ist die 0159 0763 7517. Und mit etwas Glück können Sie hier, wie gesagt, diese schöne Tasse gewinnen. Und wir haben natürlich schon einige Einsendungen erhalten. Es ist ja nicht die erste Zuschauerfrage, die wir gestellt haben. Und einen glücklichen Gewinner ziehe ich heute jetzt hier raus. Und das ist in diesem Fall für heute, was für ein Zufall. Navid Islam aus Maintal, weil unser Team 2 eben war auch aus Maintal. Ne? Ein glücklicher Zufall. Navid Islam, herzlichen Glückwunsch. Sie haben diese Tasse gewonnen. Und jeder, der diese Tasse auch haben möchte, bitte beantwortet unsere Frage. Liebe Zuschauer, wir sind schon am Ende. Ich hoffe, Sie hatten heute Spaß an unserer Sendung und ich hoffe, Sie schalten das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khudae meherban ka hai bada ehsaan MTA. Khudae meherban ka hai bada ehsaan MTA. खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटी है खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान एमटी है।